Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, einfache Stromkreise. Dieses Mal sprechen wir über Stromquellen. Das letzte Mal haben wir Spannungsquellen behandelt, dieses Mal sprechen wir über Stromquellen. Ich habe das letzte Mal ein paar Beispiele hergezeigt, was eine Spannungsquelle sein kann. Die meisten Dinge, die man so kennt, sind Spannungsquellen. Als Stromquelle fällt mir eigentlich nur ein Schweißtrafo ein, wo man die Stromstärke einstellen kann. Das war so eine typische Stromquelle. Ja, Stromquellen gibt es wesentlich weniger häufig, aber als Konstrukt sind sie relativ wichtig. Also wir sprechen über Stromquellen. Stromquellen. Stromquellen haben natürlich auch ein Symbol. Ja? Schaut fast genauso aus wie eine Spannungsquelle, ebenfalls ein Ringel, ebenfalls zwei Anschlüsse. Nur ist dieser Pfeil, also dieser Strich in der Mitte hier nicht durchgehend, sondern quer, wenn man es so nennen will. Ja? Und sie haben einen Quellstrom, I0, ja? Und da liegt natürlich auch eine Spannung an, Rho. Ja? Und ja, so schaut eine Stromquelle aus. Ja? Ein veraltetes Symbol, was ebenfalls noch relativ häufig anzutreffen ist, ist das. Ja? Das war früher eine Stromquelle. Das ist veraltet. Okay. Welche Eigenschaft hat eine Stromquelle? Nun, eine Stromquelle, schauen wir uns das wieder an. Ich werde wieder hier die Spannung aufzeichnen. Dann zeichnen die da wieder ein I auf. Und irgendwo gibt es ein I0, der Quellenstrom, und der ist von der Spannung unabhängig. Also das ist parallel da. Die zwei Sachen sind parallel. Das wäre ideal. Okay? So schaut eine ideale Stromquelle aus. Gut. Wir wissen wieder, die Welt ist nicht ideal. Auch Stromquellen haben einen Innenwiderstand. Und der Innenwiderstand einer Stromquelle schaut so aus. Eine reale Stromquelle modelliert man so. Ideale Stromquelle. Zwei Anschlüsse. Ja. Also das war die ideale Stromquelle. Ja. Und dann gibt es da parallel dazu einen Innenwiderstand RI. Okay? Also hier haben wir die Spannung U. Da. Daraus rinnt der Strom I und hier haben wir den Quellenstrom I0. Ja? Und da draußen hängen wir wieder, genauso wie bei der Stromquelle, da einen Lastwiderstand an. RL. So schaut also die ideale Stromquelle aus. Jetzt überlegen wir mal, was da passiert. Hier haben wir nämlich einen II. Ja? Und wie groß ist dieser II? Nun, dieser II ist, da liegt die Spannung U, dividiert durch RI. Okay? Und der Strom I. Wenn wir jetzt wieder die Knotenregel, machen wir die Knotenregel in diesem Punkt, machen wir es formal richtig. Ja. Also was rinnt hinein? Das ist der K1. I0 rinnt hinein, dann minus I minus II ist gleich 0 Ampere. Das heißt, mein Strom I ist I0 minus II. Okay? Und das ist eben U durch RE. Das wäre im Normalbetrieb. Das wäre im Normalbetrieb. Jetzt haben wir wieder verschiedene Betriebsarten. Ja? Im Leerlauf haben wir gesagt. Nein, schauen wir uns das an. Also das I, I0 minus U durch RE. Ja? Jetzt haben wir da
bei U gleich 0 sind wir bei I0. Und je größer U wird, desto mehr wird abgezogen. Das heißt, im realen Betrieb schaut die Sache so aus, dass da das einfach weniger wird. Je größer U wird, linear soll das sein, gell? Das ist mir nicht ganz gelungen. Ja? Je größer U wird, desto weniger kommt Strom raus. Ja? Das ist real. Gut. Ja? Das kommt hier direkt aus der Formel raus. Und jetzt schauen wir sie die verschiedenen Arten an. Ja? Wir haben gesagt, es gibt die Betriebsart des Leerlaufs. Was war das nochmal? Das war, das RL ist weg. Also ist unendlich groß. Unendlich um. Ja? Was bedeutet das ja, für I? Und was bedeutet das für U? Ja? Schauen wir sie das wieder an. Also das I ist natürlich 0 Ampere. Ist klar. Ja? Das I ist 0 Ampere, weil wenn da nichts dran hängt, kann nichts rausrennen. Das heißt, wenn wir das Formel da anschauen, wenn das 0 ist, ja, ich muss II genauso groß wie I0 sein, ja, und mein U, ja, mein U-Leerlauf ist RI mal I0. Okay? Also RI mal II ist das U da, ja, und wenn das II gleich dem I0 ist, ist das. Ja? Also das ist die Größe, das ist was rauskommt bei der Leerlaufspannung. Ja, Leerlaufspannung wird üblicherweise relativ groß, das sage ich. Ja. Warum, schauen wir sich gleich an. Dann haben wir Kurzschluss. Das heißt, RL ist gleich 0 Ohm. Ja, das heißt, da ist einfach eine fette, dicke Verbindung. Was bedeutet das für die Spannung? Ja? Das bedeutet, U ist gleich 0 Volt. Ja, und das ist fix. Ja, Leerlauf ist immer das und Kurzschluss ist immer das. Wenn jetzt U 0 Volt ist, bedeutet das, I ist gleich, das fällt weg, I 0. Ja, das heißt, da kommt der Kurzschlussstrom IK ist gleich den Quellenstrom I 0. Okay? So schaut das aus. Und da gibt es einen normalen Betrieb. Wenn jetzt die Spannung U bekannt ist, ja, U, dann können wir das so ausrechnen, ja, dann ist I gleich I0 minus U durch RI. Ja. Und wenn jetzt der Strom I bekannt ist, ja, dann muss ich das da entsprechend umformen. I ist bekannt, das heißt, ich will mir U ausdrucken, das heißt, mein U ist gleich I0 minus I auf alle Fälle, ja, und dann I0 minus I und dann mal RI. Ja. Ist logisch, weil das ist II da. Ja. So, das ist also der Normalbetrieb. Jetzt schauen wir nur an, wie groß müsste der ideale Innenwiderstand einer Stromquelle sein? Nun, wenn ich statt, das haben wir gesagt, ist ideal, ja, und das ist da. Das heißt, der ideale Innenwiderstand, die RI, müsste eigentlich sehr groß sein. Ja. Das heißt, der ideale Innenwiderstand, dass er nicht stört, dass hier nämlich kein Strom abbiegen kann, so kann man es merken, der gesamte Strom, der da aus der Quelle rauskommt, soll rausrennen und soll möglichst nicht abbiegen. Deswegen ist ideal, wenn der einfach weg ist. Ja? Das heißt, der ideale Innenwiderstand unendlich ohm. Also einfach so hoch wie möglich. Okay? Ideal unendlich. Weg. Das ist also eine Stromquelle. Jetzt haben wir Spannungsquellen, Stromquellen, wunderbar. Das nächste Mal werden wir jetzt einmal versuchen, etwas zu rechnen. Okay? Wir werden ein Widerstandsnetzwerk probieren, auszurechnen. Jetzt haben wir ziemlich gut schon vorbereitet auf irgendwelche Beispiele. Für dieses Mal
sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.